Mir fällt da gerade was ein, Muku. Aber dafür gibt es ja, Gott sei Dank, die Karte. Ich hoffe mal, die Karte zeigt an, ob Muku hier irgendwo ist. Ja. Nein. Eventuell. Nein, zeigt sie nicht. Schade. Ich habe gehofft, dass die Karte vielleicht irgendwie anzeigt, wo Muku ist. Weil ich habe es jetzt gerade nämlich nicht beim Fischer gesehen. Ich dachte, ich habe sie da beim Dock stehen lassen. Es kann natürlich auch sein, dass sie automatisch, wenn ich sie da stehen lasse, wieder zurück auf meine Farm geht. Und das macht sie anscheinend. Na, so eine brave Kuh aber auch. Gut, wenn das so ist, dann... Was machen wir denn jetzt? Dann schmeißen wir uns jetzt mal in die heiße Quelle, würde ich sagen. Und backen mal einen guten Würzfisch. So, Mais können wir im Sommer, glaube ich, anpflanzen. Das bedeutet, noch können wir diese Glocke nicht läuten. Dann schaue ich gerade nach, was ich als nächstes brauche. Ich habe mir alles schon aufgeschrieben, was ich für das nächste Tier brauche. Okay, das habe ich. Das ist kein Problem. Das andere ist eigentlich auch kein großes Problem. Da lag was. Gut, denn für das nächste Viech brauchen wir Brot. Und das stellen wir her aus Milch, Butter und Mehl. Und das ist relativ einfach alles zu bekommen. So. So. Wunderbar. Zack. Und einen nur. Halt, ich brauche... So, brauche die Kräuter. So. Dann kochen wir doch jetzt erstmal was. Oder besser gesagt, backen etwas. Aber vorher muss ich mal unbedingt nachschauen, wie das jetzt so ist. Mit der Dorade. Bücherlexika. Fischlexikon. Dorade. Gibt 286. Das bedeutet eigentlich, dass, ja, nicht Konfiguration, das habe ich euch noch nicht mehr gezeigt. Machen wir mal Textgeschwindigkeit schnell. Du bleibst so und die Effekte können ein bisschen stärker sein, das ist, machen wir so mal. Und zurück. Wahrscheinlich dadurch, dass ich zurückgegangen bin, habe ich es jetzt nicht gespeichert. Nehme ich mal an. So. Dann möchte ich mal bitte den Kühlschrank aufstellen. Und zwar... hier. Und meinen Ofen möchte ich aufstellen. Ach so, den kann ich hier oben drauf tun. Dann hier hin. Da habe ich sonst nichts. Und dann möchte ich meinen Kühlschrank... Nein, ich wollte ihn eigentlich umstellen, aber egal. Verdammt. Den will ich nämlich hier hin tun. Sehr schön. So. Dann schauen wir mal nach, was haben wir denn hier drüben Schönes. Bravo Trink. Hier rüber. Die Erkältungsmedizin braucht... Nee, das brauchen wir, den Bravo-Trink brauchen wir nicht im Kühlschrank tun. Hibiskus. Da. Famose Milch. Gut. Dann benutzen wir jetzt mal den Backofen. Und zwar einmal die Dorade. Und
Ein Kraut. Na, hoffen wir mal, dass es guter ist. Na? Ja, guter Würzfisch. Sehr schön. Wir haben guten Würzfisch hergestellt. Sehr schön. So, in den Kühlschrank können wir mal kurz die famose Milch stellen. Im kleinen Kühlschrank haben nur 5 Sachen Platz. Nicht wirklich viel, aber besser als nichts. So, dann brauchen wir als nächstes die Tierpfeife, damit wir keine Handgranaten hernehmen müssen. So. Wunderbar. Dann schnappen wir uns jetzt einfach wieder Muku und reiten mal zum Leuchtturm, denn dort ist die Giraffe. Merkwürdig, dass man sie nicht wirklich sieht. Sehr merkwürdig. So, wir wollen aber vorher noch in die heiße Quelle. Das wäre noch ein bisschen praktisch, wenn wir vorher noch in die heiße Quelle springen. Wunderbar. Sehr schön. Okay. Dann springen wir jetzt mal auf Muku, reiten rüber und ja, finden mal das erste der verschollenen Tiere des Zirkusdirektors. Wo ist Muku? Oder ist die rein? Das würde eigentlich keinen Sinn ergeben, aber... Tatsache, die ist rein. Hm. Ergibt zwar in meinen Augen nicht wirklich Sinn, aber... Okay. Warum nicht? Bitte, wenn Muku der Meinung ist, ja, soll er das machen. Da. Muku, wo bist du? Da. Und reiten. Go, 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 go. So. Die Giraffe wird jetzt mal kurz aufgesucht. Danach können wir eigentlich mal zu meiner geliebten Lina und ihr mal ihre tägliche Tulpe geben. Im Sommer können wir ihr dann endlich mal ihre Sonnenblumen geben. Die mag sie nämlich um einiges lieber. Ist ihre Lieblingsblume. Deswegen werde ich im Sommer auch mal ein riesiges Feld mit Sonnenblumen aussehen. Denn das wäre... Das erleichtert mir das Ganze extrem. Im Herbst bzw. Winter und Frühling auch, ja. Da ich die Sonnenblumen ja nur im Sommer aussehen kann, kann ich ja einen kleinen Vorrat schon mal anlegen. Für Herbst, Winter, Frühling. So, Selina aus dem Weg. Paolo aus dem Weg. Oder du wirst ins Wasser geschmissen und ersoffen. Gut. Wir sind beim Leuchtturm. Dann holen wir jetzt mal unsere Handgranaten raus. Verdammt, wir haben die Handgranaten nicht dabei. Naja, dann müssen wir wohl leider doch die Tierpfeife hernehmen. Nanu. Eine Giraffe, wo ist meine Kalaschnikow? Eine Giraffe! Du musst Unique aus dem Zirkus sein, oder? Es ist Unique, aber sie kann sich nicht bewegen. Sie ist zu hungrig. Sie sagt, du sollst ihr guter Würzfisch geben, wenn du so etwas hast. Ja, klar, habe ich dabei hier. Kein Problem. Hier, guter Würzfisch. Wirklich geben? Yo! Mahlzeit. Sie sagt, sie fühlt sich besser und sie freut sich, dass sie zurückgehen kann. Oh yeah! Wenn sie beim Zirkus ist, schreibt dir die oder einen Brief, sagt sie.
Ah ja. Natürlich. Warum auch nicht? So, die erste... Das erste Tier, besser gesagt, wäre somit gefunden. Die Giraffe ist auf dem Weg zurück zu Diodor. Wir können mal kurz hier den Seeigel aufnehmen. So. Und jetzt, mal sehen, 10 nach 3, ja, ab zu Lina. Dort können wir dann mal kurz ihr ihre Tulpe geben. Wir können noch ein bisschen angeln. Und uns so noch ein bisschen Geld verdienen. Sehr schön. Wunderbar. Und irgendwann müssen wir uns auch mal unsere Schulden abbezahlen, die wir beim Bürgermeister haben, die 5000 G. Denn sonst können wir unser Grundstück nicht erweitern. Aber das hat ja auch noch Zeit. Ich will, bevor ich das mache, erst einmal meine Viecher... erstmal viele Viecher kaufen. Damit ich erstmal viel Geld machen kann in kurzer Zeit. Das ist jetzt erstmal wichtiger, meiner Meinung nach. Als diesen dummen, geldgeilen Bürgermeister seine sowieso viel zu hohe Kaution zu zahlen. So. Ist jetzt eigentlich die Frage, das Grundstück, diese 5000 G, ist das jetzt eine Kaution oder ist das der Preis? Ist ja was Unterschiedliches. Kaution bedeutet ja, dass ich ihm das Geld gebe und wenn ich die, wenn ich da ausziehe, kriege ich meine 5000 wieder. Ich weiß, das wird nie in dem Spiel passieren, aber es geht mir jetzt einmal ums Prinzip. Oder sind diese 5000 G wirklich eine Art Preis, dass ich dieses Grundstück kaufe? Das würde mich mal interessieren. Aber es ist wahrscheinlich schwer zu sagen. So. Saatgut brauchen wir jetzt eigentlich keines kaufen. Da wir schließlich Ende Frühling haben. Und ich da ja natürlich nicht mehr wirklich was aussehen kann. So, dann haben wir hier Pilze. Na. Wunderbar. Und da hinten ist meine Lina. Lina, bleib stehen. Komm zu Papa. Ja, das ist mein Mädchen. Hi. Hast du dich hier eingelebt? Ja, passt schon. Gut. Da. Oh, meine letzte Tulpe. Meine letzte Tulpe. Nicht so toll. Das bedeutet, ab jetzt habe ich nichts mehr, was ich meiner Lina schenken kann. Kann ich irgendwie ein Viech für 900 kaufen? Das wäre ja mal was. Vielleicht. Hm. Mal schauen. Ein Küken kostet 1000, ein Entenküken 800. Und mehr kann ich mir noch gar nicht kaufen. Nein, will ich alles nicht kaufen. Entenküken will ich nicht kaufen. Erstens dauert mir das zu lange, bis es eine Ente wird. Zweitens legt eine Ente zu selten Eier. Donald wird auch meine einzige Ente bleiben. Okay. Dann wäre das jetzt alles erledigt. Und reiten. Dann können wir jetzt eigentlich wieder schön nach Hause. Und da haben wir hier alles eingesammelt. Ja, wir können eigentlich Mook mal abstimmen. Wir können unsere Viecher eigentlich auch langsam mal reinlassen. Und dann noch ein klein wenig angeln. Und dann ist der Tag eigentlich eh schon wieder vorbei. So, aber ich möchte, wo es mir gerade einfällt, es wäre logischer, wenn ich hier am Meer angeln würde. Denn dort bekomme ich...